Moin moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront. Wir spielen hier den Kampfläuferangriff und ausgerüstet habe ich den TL-50 Mehrlader. Als Merkmal spiele ich das Scout-Merkmal, ich habe die Deoxys-Granate, das Körperschild und den Jetpack mit angepackt, den ich jetzt auch einfach mal benutze, um etwas schneller voranzukommen. Ich hoffe, ich verkacke diese Runde jetzt nicht komplett, weil ich die Tage, ehrlich gesagt, ausschließlich im Battlefield 1 gespielt habe. Aber schauen wir mal, inwieweit sich das jetzt auf mein Gameplay auswirkt. Ich lasse mich überraschen. Erstmal ein Power-Up zur Sicherheit einsammeln. Oh, jetzt müssen wir ihn verteidigen. Da hinten sind doch schon die Gegner. Jetzt habe ich so ein Abwehrviech, was hier auch gerade rumgeschwirrt ist, über das Pop-Up bekommen. Aber irgendwie brauche ich das nicht so wirklich. Ist ganz okay, glaube ich, auf dieser Map hier, aber eigentlich finde ich immer so Thermal Imploder ziemlich geil. Ist ehrlich gesagt so mein Lieblings-Power-Up, was es gibt. Aber hier hagelt es ja gerade Power-Ups. Na komm. Deswegen nehme ich mir gleich das nächste und schaue, was dabei rauskommt. Und da ist doch schon der erste Gegner. Komm. Nee, spring hier nicht weg, mein Freund. Ja, zur Sicherheit mal ein Körperschild gezündet. Ich dachte schon, das wäre ein feindlicher. Glück gehabt. Ja, der ist ein bisschen weit weg. Oh, der ist fast down. Schade, ich habe gedacht, den kriege ich vielleicht noch. Das wäre jetzt richtig geil gewesen, ne? Oh, da hinten gibt es einen AT-ST. Das schnappe ich ihn jetzt mal. Ja. Sehr schön. AT-ST-Unterstützung ist unterwegs. Ja, mit meinem Kollegen zusammen. Wir sind gleich zu zweit. Ach, es wurde zu spät angezeigt. Ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Aber ich glaube, da hinten links habe ich sie doch schon gesehen zwischen den Felsen. Ja. Komm schon, ich krieg ich. Yep. Ich glaube, hier ist eine ganz gute Position. Ich war der Meinung, da habe ich einen gesehen. Aber wo sind jetzt die ganzen Gegner überhaupt? Wir haben doch genügend. Die trauen sich alle nicht mehr. Na gut. Die haben ja auch die Uplinks aktiviert. Sollten wir deaktivieren. Ich sollte versuchen, dazu etwas beizutragen, weil da campen die garantiert alle, so wie er hier. Zielerfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operationen, die geplant fortsetzen. Die waren ja einfach wegzuholen. Oh, gehe ich hier schon raus aus unserer Karte. Na, ein Uplink ist offline. Der andere ist aber noch online, den müssen wir auch deaktivieren. Oh, ich hasse das, ne? Manchmal kommt man mit diesem AT-ST echt über manche, die kleinsten Kanten nicht rüber. Das ist ein bisschen übertrieben manchmal gemacht. Aber da sehe ich doch schon die nächsten Gegner, die versuchen es wieder. Nein, lass mich in Ruhe, Mann. Wir schießen hier auf mich. Guck mal hier, das meine ich. Warum kann er da nicht runter? Der Gegner visiert mich die ganze Zeit an. Was ist das? Kommt schon. Oh, ey, das ist so ätzend. Guck mal, hier ist doch gar nichts. Ja. Danke. Also eigentlich ist der AT-ST ja echt fett, aber das nervt extrem. Wirklich. Dann versuche ich das halt mal zu Fuß. Gut, 4 zu 1, auf jeden Fall mal ganz netter Anfang. Schau mal, ob ich es schaffe, zum Uplink zu kommen. Kamikaze. Das war doch mal ein schöner Sprung, oder nicht? Der war doch mal richtig schön, der Sprung. Also, da muss ich mich mal selbst loben. Den haben wir auch. Komm schon, dich hole ich auch weg.
Was war das denn? Der hat mich mit einem Schuss gefühlt weggeholt, oder zwei höchstens. Merkwürdig. Na, wer weiß, vielleicht hat er mir auch eine Headshot gegeben. Nicht gut. Hab ich doch gerade erst ausgemacht. Ah, da hinten sind sie bestimmt jetzt alle, ja. Ich wusste es. Ja, da komme ich jetzt bestimmt echt richtig beschissen durch. Probier's jetzt einfach mal im Kamikaze-Modus. Ich schleiche mich an. Oh, so knapp nochmal daneben gehauen, ne? Das war jetzt ein bisschen sehr offensiv. Wir schießen da jetzt schon wieder auf mich. Okay. Hallo? Oh, gib mir das Power-Up. Oh, das müssen wir aber beschützen. Genau. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind, ne? Alter, finde ich heute viele Power-Ups. Das ist ja echt unnormal. Sind die Gegner? Schießt hier gar keiner auf den Kampfläufer irgendwie? Da ist einer. Ah, den haben wir. Aber sonst irgendwie? Was war das denn bitte? Ja, die hat er aber nicht auf mich geworfen. Das war wirklich reiner Zufall. Ja, das tun wir uns auch noch. Dann, ja, laufe ich doch wieder unten durch. Geht jetzt, glaube ich, schneller. Oh, alter Schwede, da haben die aber ganz schön flott den neuen Uplink aktiviert. Da hinten ist wieder ein AT-ST. Aber egal, ich habe eh noch einen Orbitalangriff, von daher bewahre ich mir jetzt erstmal auf. Anstatt nochmal an sämtlichen Kanten hängen zu bleiben, wie so ein letzter Vollidiot. Ja, vielleicht kann ich hier mal mit dem Orbitalangriff was regeln. Ja, das wird doch was. Komm. Gib ihm. Was? Nein! Scheiße, Alter. Die unintelligente Rakete habe ich. Ich weiß nicht, ich finde die richtig dämlich. Mit der treffe ich nie irgendwas, also sehr selten. Was? Irgendwie schlage ich die heute. Ich schlage immer daneben heute. Frag mich nicht warum. Sehr gut, dann haben wir den einen offline. Dann folge ich mal meinem Kollegen. Mit dem AT-ST. Komm her. Nein, nein. Oh. Da hatte ich jetzt von vornherein irgendwie ein schlechtes Gefühl, als er da rausgekommen ist. Und negative Emotionen beim Zocken führen leider meistens zu negativen Spielergebnissen. Aber ich reg mich jetzt nicht weiter auf. Ich schieße die dämliche Rakete weg. Und hoffe auf was Vernünftiges. Aber ey, was ist hier heute los? Hier sind überall Power-Ups. Das ist ja unnormal. Yes. Ich hoffe, ich werfe den nicht, wie schon so oft, einfach völlig sinnfrei daneben. Oh nein, jetzt habe ich anvisiert. Das ist, weil ich zu viel Battlefield gespielt habe. Anvisieren bringt bei dem TL-50 mehr leider überhaupt nichts. Damit lade ich ja nur das Mehrfeuer auf. So, ne, und wenn ich jetzt von einem Gegner stehe und schieße und das dann drücke, dann passiert Folgendes. Das ist natürlich nicht so cool. Das war jetzt quasi der erste Battlefield-Fehler von mir. Oh, da ist ein Held. Vielleicht kann ich den mit dem Thermal-Imploder geben. Bin ich mutig? Tue ich's? Ich sehe den gar nicht. Ach, die sind unten drin. Alles klar. Wir haben Ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. Was? Komm schon.
Oh, den habe ich hier zwar überhitzt, aber ich habe ihn noch erwischt. Ich habe den Typen in seinem Geschütz dann noch down bekommen. Aber die ganze Zeit hinter mir ist ein Held, ne? Dabei ist er unten drin. So, rennen wir mal rein. Oh. Shit. Ich habe sogar noch das Körperschild aktiviert, falls ihr das noch mitbekommen habt. Aber es war leider zu spät und etwas sinnlos. Und der Thermalimploder ist leider, wie schon fast gedacht, verkackt gewesen. Ich hasse sowas wirklich. Ich sag mir so, warte, bis du wirklich eine gute Situation siehst und das richtig schön reinwerfen kannst. Dann denke ich, ich sehe sie. In dieser Millisekunde entscheide ich das. Und verkacke. Na, immerhin. Ja, jetzt sind die Kampfläufe wieder ungeschützt und ich bin hier unten drin. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich ideal. Was sind jetzt die Gegner? Ach, da hinten. Alles klar. Ich setze jetzt hier einfach mal mein Teil ab. Und super. Okay. 7 zu 7. War aber auch relativ kurzlebig die Runde. Alter Schwede, Legged Monkey, das war bestimmt Borsk, der 53 zu 10. Und ist nicht mal hier in den Top 3 mit dabei, okay. Also außer Kills kann er dann ja nicht wirklich viel geleistet haben. Landos Hand habe ich bald freigeschaltet. Ich muss noch einen Kopfschuss mit einer Blasterpistole machen. Cool. Aber den Rest konnte ich leider nicht sehen. Ich finde, das ist immer viel zu kurz eingeblendet am Ende. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man da nicht rumskippen kann. Also über Battlefield 1 oder anderen Shootern, dass ich jetzt nochmal zurückgehen kann, mir da nochmal die Aufträge angucken kann und andere Statistiken. Das geht leider nicht. Ja, ich musste leider die Musik im Hintergrund deaktivieren von Star Wars Battlefront. Das hat leider den Hintergrund, da ich in meinen ersten Videos die Musik anhatte, habe ich dann ja so eine Art harmlosen Copyright Strike auf YouTube hier bekommen, direkt so einen automatischen Content ID Strike. Die haben also erkannt, dass halt diese Musik mit drin ist und ich habe dann gegoogelt, ich meine jetzt mit die Urheber dieser Musik und eben nicht EA, weil EA hat nicht die kommerziellen Rechte wohl, dass sie das quasi weitergeben können an YouTuber etc., dass man das jetzt monetarisieren kann. Darum geht es mir aber eigentlich auch gar nicht. Das eine Video stand halt nur, das kann nicht monetarisiert werden, das fand ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Und bei dem anderen Video stand dann aber, es kann sein, irgendwie sinngemäß so, es kann sein, dass dein Video in einigen Ländern nicht aus... ja, nicht abgespielt werden kann. In folgenden Ländern kann dein Video nicht abgespielt werden, Doppelpunkt, Deutschland. Und ich dachte mir, super, da ich deutsche Gameplays mache, wäre es ja irgendwie sinnvoll, wenn man die auch in Deutschland sehen kann. Und deswegen musste ich leider die Musik im Hintergrund deaktivieren und die totale Stille genießen. Ja, und die Ladezeiten sind ja wirklich amtlich hier bei Star Wars Battlefront. Und umso langweiliger ist es dann. Aber wir haben die Zeit zum Glück schon rumbekommen. Ja, ich habe auch noch genug Körperschilde. Dann würde ich sagen, let's go! Zweite Runde, weil die erste war ja ein bisschen kurz. Dann trinke ich nochmal einen Schluck Wasser und dann geht's sofort weiter. So. Dann auf ein neues. Und eine hoffentlich etwas längere Runde. Einen haben wir schon aktiviert. Das ist gut. Versuche ich jetzt gleich mal, ihn erstmal abzuflacken. Na, wir wenigstens konnten wir ihn etwas verdrängen. Gehe ich jetzt mal hier links rum. In der Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen unauffälliger ist. Oh, da oben ist einer. Da bin ich jetzt mal elegant daneben geschossen. Ach, da ist einer. Oh, knappes Ding. Ich habe schon gedacht, der kriegt mich noch.
Jetzt mal Körperschild anmachen, weil da hinten sind doch schon die Gegner, aber dann aktiviere ich das schnell. Ja, das bringt jetzt gerade nichts, ne? Und du kriegst eine Giftgranate von mir, mein Freund. Joxeschaden. Yep. Oh, ich dachte schon, es wäre jetzt ein Feind. Was ist da gerade vom Himmel gefallen? War das mein Kollege? Okay. Was? Ach, das ist das andere, okay. Dann fliegen wir da mal schnellstmöglich hin. Und versuchen die Angelegenheit wieder gerade zu biegen. Wow. Okay. Oder Armbrust, okay. Das habe ich gar nicht geahnt in dem Moment. Ja, sehr schön. Die Wildbanks sind im Anflug und da ist ein ATST. Das gefällt mir gerade gar nicht. Oh, da kann ich mir jetzt nochmal versuchen, hier einen Y-Wing zu holen. X-Wing, sorry. Ich glaube, damit kann ich ganz geil die Kampfläufer angreifen, oder? Die nächste Ablinks ist schon vorbei. Aha. Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Na super, dann gehe ich jetzt auch raus. Ja, soll sie mal machen. Ich wollte damit jetzt eigentlich echt nur die Kampfläufer angreifen. Aber da war ich leider doch ein bisschen zu spät dran. Das habe ich echt nicht gemerkt. Gute Arbeit. Wir haben den Uplink aktiviert. Nee. Nochmal fliegen muss ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das eingesammelt habe. Ich bin einfach nur durchgelaufen. Oh, da sind die ganzen Gegner da hinten. Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht hin mit meinem TL50 Mehrlader. Versuche ich jetzt mal genau. Da wollte ich nämlich eigentlich hingehen, um das ein wenig zu verteidigen. Okay, der hat aber schlecht geaimt. Was? Das kann doch nicht sein. Hätte ich jetzt ein Jetpack zünden müssen oder was? Aber ich habe so vom Gefühl her zumindest weniger Probleme jetzt so vom Wechsel von Battlefield 1 auf Star Wars Battlefront, als wie ich dachte. Geht eigentlich. Also ich habe jetzt keine Unmenge an Kills gemacht oder so, aber es ist jetzt nicht so, als wenn ich denke, oh mein Gott, totaler Kulturschock. Geht bis jetzt. Da ist auch einer. Und da ist auch einer. Schade, ich habe gerade vielleicht bringt das was gegen Leute, die so ein Körperschild haben. Ha, den haben wir weggerotzt, den auch noch kommen. Oh, der hat mich aber gleich ins Visier genommen. Von hinten, ne? Da kommt doch auch noch einer. Ja, der kann aber auch über uns sein, wer weiß. Ja, der hängt jetzt mit seiner Blasterkanone. Die hat er gar nicht mal so dumm aufgestellt. Ja, aber das ist echt ätzend, wenn ich das... Was? Lass mich in Ruhe. Ich sag, das ist jetzt echt ätzend hier mit der Blasterkanone, weil die hat ja vorne so dieses Schild, sag ich mal, automatisch mit angebracht. Das macht es dann echt schwer, aus so einer Position den zu treffen. Okay. Wir hätten da jetzt gerade meinen Kollegen umgebracht. Da hinten. Und da oben. Ach, da oben sind die Schweine jetzt alle. Ja, nee, ist klar. Da komme ich jetzt kaum hin. Ach, da hinten? Ja, schon eher. Assist, immerhin. Na toll, jetzt darf ich in mein eigenes Gift reinrennen. Ich hoffe, ich krieg's trotzdem noch hin. Kamikaze! Ah, ich hab's noch geschafft. Das war so klar. Eigentlich total dämlich, ne? Ich habe gerade gedacht, da rennen jetzt Gegner hin. Dann habe ich gedacht, scheiße, da ist jetzt gar keiner mehr. Und ich muss die Uplinks aktivieren, ne? Aber das ist Teamplay, Leute. Das ist Teamplay. Ich habe für den Rest meiner Mannschaft mein Leben
geben. Und das war gerade einfach nur dumm. Ja, ich hätte eigentlich gleich unten lang laufen können. Wäre, glaube ich, etwas schlauer. Oh, jetzt habe ich schon wieder ordentlich Schaden genommen. Und da ist eine AT-ST drin, ich glaub's ja nicht. Ernsthaft. Das ist doch nicht euer Ernst. Da kann ich doch kaum Schaden machen, so. Na toll, ist hier jetzt noch irgendwo so ein Power-Up? Irgendwie. Jetzt könnte ich tatsächlich diese intelligente Rakete gebrauchen. Naja, dann gehe ich mal nach drüben. Vielleicht kann ich es wenigstens reaktivieren. Oh, da ist ein Power-Up. Das schnappe ich mir jetzt. Jetzt habe ich die intelligente Rakete. Na komm her, komm her. Ich gebe dir einen Punch und dann bist du down, mein Freund. Der war doch nicht schlecht, oder? Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das noch irgendwie überleben kann. Sehr geil, ja, rennt alle in meine Giftgranate rein, aber lauft mir jetzt nicht vor meine Flinte, wenn ich Sekundärfeuer schießen will. Oh. Sehr gut geschossen, das muss man ihm lassen. Ich habe den nicht mehr richtig gesehen. Oh, jetzt müssen wir aber hier angreifen. Angreifen, sagte ich, nicht runterfallen. Verdammte Scheiße. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht richtig hoch und wird abgeflackt. Ich wollte jetzt schön meinen Raketenwerfer gegen den Kampfläufer einsetzen. Jetzt aber, komm schon. Wenigstens hat die Rakete noch gesessen. Immerhin. Alter, von wo aus schießen die denn alle? Oh, jetzt kommt auch noch ein AT-ST um die Ecke. Ich wollte gerade meinen Körperschild zünden. Oder aktivieren, besser gesagt. Ja. Jetzt hätte ich wieder fliegen können, aber jetzt sind die Kampfläufer wieder geschützt. Ja, jetzt habe ich auch ganz schön verkackt, ne? Mit 5 zu 8. Oh, Helden-Power-Up. Nein! Wenigstens den Uplink aktivieren. Ja, fürs Team, Leute, fürs Team. Skywalker ist eingetroffen. Angriff einleiten. Ah, das ist scheiß AT-ST, komm schon. Sehr gut. Hab ich den auch noch weggehauen. Scheiß Vieh. Ja, jetzt schießt hier der Kampfläufer auf uns. Alter Schwede. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der mich so schnell weghaut, ne? Ja, jetzt nicht schon wieder auf mich schießen, mein Freund. Ich muss doch noch kurz meine Power-Up-Geilheit befriedigen. Knochentalangriff, auch nicht schlecht. Wenn wir den Kampfläufer angreifen können. Oh! Und ich kann Orbitalangriff auf ihn abfeuern. Da bin ich mal gespannt, wie viel Schaden das macht. Ich glaube, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Na super, jetzt haben wir das verloren. Das Uplink-Signal. Ein Kopfgeldjäger weniger. Jetzt schießen die schon alle auf meinen Kollegen. Geil. Was für ein Glückstreffer. Ja, aber den kriege ich doch. Wirst du reaktiviert oder auch nicht und ich rasiert. Ja, das war gerade ein Satz mit X. Das war wohl nix. Na komm, aber wenigstens einen Orbitalangriff gesetzt. Komm schon, gib ihm. Yeah. Ah, immerhin hat der einigermaßen gesessen. Das war das Ziel der ganzen Geschichte. Oh Mann, ey. Der rastet ja richtig aus hier. Der Cookie.
Ich muss das Power-Up bekommen in der Hoffnung, dass ich damit was gegen den unternehmen kann. Also so rein punktetechnisch bin ich jetzt Dritter, ne? Aber meine KD ist ein bisschen im Arsch diese Runde. Ich mache wirklich mehr so teambasierte Optionen, teambasierte Aktionen, die mehr dem Team helfen als irgendwie mein Punktestand oder meiner KD. Nein. Das war wieder eins dieser Gefechte, wo ich von vornherein wusste, wie es ausgehen wird. Ach Gott. Nein! Oh, was für eine sinnlose Aktion. Ja, doch, so ein bisschen raus bin ich ja scheinbar doch. Jetzt, wo ich so viel Battlefield gespielt habe. Aber komm, der sitzt. Yeah. Geben. Oh, das war jetzt ein bisschen eine Nummer zu hart und ich wollte ihm gerade noch eins in die Fresse geben. Niederlage. Ja, wie gesagt, punktetechnisch bin ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht am Start, aber meine KD habe ich echt ziemlich in den Keller gerissen jetzt in der zweiten Runde. Aber was soll's, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir hat es trotzdem Bock gemacht, es war ja eine lustige, abwechslungsreiche Runde und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, haut rein, ciao!